Ein E-Bike ist immer eine sehr praktische, in den meisten Fällen aber auch eine ziemlich teure Anschaffung. Aber das muss nicht immer der Fall sein, denn es gibt bereits gute E-Bikes bis zu einem Preis von 2000 Euro und genau darum dreht sich unser heutiges Video. Dabei wollen wir den Fokus aber diesmal bewusst nicht auf asiatische oder Discounter-E-Bikes legen, sondern ich habe so ein bisschen darauf geachtet, dass da auch noch ordentliche Komponenten zu einem ordentlichen E-Bike zusammenkommen. Und damit fangen wir jetzt an. Und zum Einstieg will ich mich nicht auf ein konkretes Modell festlegen, sondern euch eher eine Firma vorstellen und das ist NCM. Die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr Abonnent seid. Da habe ich auch schon mal zwei E-Bikes von vorgestellt. Heute zeige ich euch noch so ein bisschen das weitere Portfolio von denen. Ein ziemlich guter Allrounder ist das NCM Moskau. Unglücklicher Name in diesen Zeiten, aber gutes E-Bike. Ausgestattet mit einer Santur-Federgabel in der Front und profilreichen Reifen, könnt ihr damit auch abseits der Straßen unterwegs sein. Und das sieht man ihm in puncto Design auch an, finde ich. Es gibt das Bike in verschiedenen Größen und das gilt auch für den Akku. Wenn ihr euch dabei für die Version mit 576 Wattstunden Kapazität entscheidet, dann ist der sogar schick in den Rahmen integriert, aber trotzdem abnehmbar. Ein solides Display bekommt man auch dazu, Scheibenbremsen von Tektro, wenn auch nur mechanisch, und einen starken Hinterradnabenmotor. Wie bei allen NCM-Modellen kommen hier Motoren von Das Kit zum Einsatz. Der bringt in diesem Fall 250 Watt mit, so viel ist ja auch erlaubt, und ein Drehmoment von 60 Newtonmetern. Das aus der Hinterradnabe, das kann schon richtig wuchtig sein und ist auf jeden Fall genug Power für so ein E-Bike. Also wuchtiger Motor, schickes Bike, aber der Preis ist das Gegenteil von wuchtig, der ist nämlich ziemlich schmal geworden. Das NCM Moskau kostet in dieser Version gerade mal 1300 Euro. Wenn es eher ein Rad in Richtung City-Tauglichkeit und weniger in Richtung auch mal Offroad-Tauglichkeit gehen soll, dann ist das NCM Milano wahrscheinlich was für euch. Auch hier preislich 1300 Euro, also sehr, sehr weit unter dieser Grenze von 2000, die wir uns für das heutige Video gesetzt haben. Aber schauen wir uns das Ding mal an. Es ist ein Tiefeinsteiger, also komfortabel, bei dem man auch gleich sieht, dass das mehr so das Alltagsmodell für jede Situation sein soll, denn es ist im Gegensatz zum Moskau mit Schutzblechen und Gepäckträger ausgestattet. Auch hier lässt sich der Akku zum Aufladen flexibel abnehmen. Man sieht ihn aber auch etwas deutlicher, also es ist so ein aufgesetzter Akku. Dafür ist er nicht nur physisch groß, sondern auch in seiner Kapazität. Er bietet 624 Wattstunden und soll damit Reichweiten von bis zu 120 Kilometern ermöglichen. Wenn man die aber nicht ganz ausreizen möchte oder muss, und aber anderen Energiebedarf hat, dann kann man zum Beispiel sein Smartphone anstecken, denn der Akku hat auch noch einen USB-Ausgang. Ausgestattet mit einer Shimano Altus 7-Gang-Schaltung ist das Milano eine echte Allzweckwaffe, würde ich sagen. Und auch hier setzt man wieder auf einen Motor von Das Kit. Wie gesagt, macht NCM bei, glaube ich, allen Modellen, zumindest bei allen, die ich bisher gesehen habe. Der bringt wieder 250 Watt an Leistung mit und ein Drehmoment von 55 Newtonmeter. Also auch hier kräftig geworden, das Ding. Und damit habt ihr dann noch die Möglichkeit, dieses doch 27 Kilo schwere E-Bike schnell von A nach B zu bringen. Zwei Modelle, die ebenfalls weniger als 2000 Euro kosten, die habe ich euch schon hier in einem detaillierten Review jeweils auf meinem Kanal gezeigt. Zum Beispiel das Miami, einen entspannten Cruiser, der schick aussieht, aber ordentlich viel leistet, oder das ultrasportliche C5. Das hat mir richtig gut gefallen. Ein Urban E-Bike, dem man seine Power gar nicht ansieht, genauso wenig seinen Akku, super schön integriert. Preislich liegt das Miami bei 1800 Euro mit mehr als 700 Wattstunden Akku und haltet euch fest, das C5 gibt es schon für 1099 Euro und das macht in dieser Kategorie richtig, richtig Spaß. Wer es auch sportlich mag, aber eben nicht so kompromisslos wie beim NCM C5, der ist bei Tenways gut aufgehoben. Und da sollte man sich das Seago 600 mal etwas genauer anschauen. Einen Prototypen davon habe ich vor einiger Zeit schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Mittlerweile produziert Tenways aber längst erfolgreich in Serie. Hier sehen wir also ein schickes, schlankes Urban E-Bike. Der Akku ist nicht entnehmbar, das ist auf der einen Seite für viele kompliziert wegen des Aufladens, schafft auf der anderen Seite aber eine bildhübsche, schlanke Silhouette. Dass die Kapazität des Akkus bei, in Anführungszeichen, nur 252 Wattstunden liegt, das ist bei einem Bikegewicht von rund 15 Kilo aber fast egal. Trotzdem schafft das Tenways Reichweiten von bis zu 70 Kilometern. Natürlich immer abhängig von Fahrweise und Fahrstufe. Die kann man am übersichtlichen Display hier einstellen, das natürlich auch neben der Geschwindigkeit allerhand Fahrdaten ausgibt. Weitergehende Informationen bekommt man dann inklusive so einer Ride-Tracking-Funktion in der dazugehörigen App, die wir über Bluetooth mit dem Bike verbinden können. Ja, das Tenways ist rank und schlank und kommt puristisch mit Single-Speed und Riemen und einem tollen Miwise-Heckmotor. Der bringt nicht nur 250 Watt und 35 Newtonmeter Drehmoment mit, sondern auch einen Drehmomentsensor, der sich flexibel in der Unterstützung dann nach eurem Krafteinsatz richtet.
1500 Euro muss man dafür derzeit bezahlen, gibt es in verschiedenen schicken Farben und das ist mal ein Kampfpreis, würde ich sagen. Die komfortablere Version, die Tenways anbietet, ist ein Tiefeinsteiger und hört auf den Namen Seago 800S. Neben dem tiefen Einstieg haben wir noch so Annehmlichkeiten wie eine Federung in der Front, Schutzblechen und einen Gepäckträger an dem Bike. Auch das fällt noch unter die magische 2000 Euro Marke für 1900 Euro und das ist schon der Wahnsinn. Denn das 800S hat nicht nur die eben erwähnten Features, sondern auch noch einen schön integrierten Akku, der sich zum Aufladen entnehmen lässt und ein Farbdisplay, das euch sogar noch navigieren kann. Und trotz Federung und Add-ons wiegt auch dieses Tenways nicht viel, kommt auf ein Gewicht von 18 Kilo. Der 374 Wattstunden Akku bringt den Fahrer hier bis zu 100 Kilometer weit und auch hier kommt der Motor von Miles und auch hier sitzt er hinten. Es ist derselbe wie im 600er Modell, das heißt auch hier ein toller Drehmomentsensor. Die Technologie ist auch wirklich sehr gut umgesetzt bei diesen Motoren, sehr, sehr feinfühlig und dann kommen da sogar noch mehr Annehmlichkeiten dazu, wie zum Beispiel ein Blinker hinten am Rücklicht, was auch eine ganz schöne Form hat, wie ich finde. Außerdem noch ein Gates Carbonriemen, auch das hier ist ein Single Speed und es gibt hydraulische Scheibenbremsen dazu. Also echt eine sehr, sehr tolle Kombination bei diesem E-Bike, was wirklich sehr, sehr viele Bedarfe abdeckt und dabei trotzdem immer noch bezahlbar bleibt. Und ich kann gar nicht glauben, dass es dieses Bike in diese Liste schafft, denn das hat mir im Review wirklich sehr, sehr gut gefallen. Im Review, ja, das Lemo One findet ihr auch als eigenständiges Video auf meinem Kanal. Könnt ihr euch nach diesem Video bitte hier einmal noch anschauen, um da tiefergehende Infos zu bekommen. Deswegen hier erstmal in aller Kürze die Zusammenfassung. Das Design ist wirklich wunderschön, wie ich finde. Klar, subjektiv, aber der komplett glatte, nahtlose Rahmen ohne irgendwelche Schweißnähte, das mit Stoff bespannte Smartpack und diese grünen Designelemente sind schon klasse. Im Smartpack sitzen Akku und die ganze Elektronik, das lässt sich einfach abnehmen und dann aufladen. Gleichzeitig ist da auch noch eine mobile Powerbank, wenn man so will. Also wirklich sehr durchdacht. Es fährt sich wirklich ausgezeichnet, bringt eine ganze Reihe an smarten Funktionen mit, die man in dieser Preisklasse wirklich nicht vermuten würde. Zum Beispiel eine Alarmanlage, ein integriertes Schloss in der Hinterradnabe, das sich via App entsperren lässt. Ja, es gibt eine App dazu, es gibt eine Ordnungsfunktion und vor allem, es fährt sich einfach traumhaft. Dazu kommen hydraulische Vierkolben, Scheibenbremsen, eine Shimano Deore 10-Gang-Schaltung und ein Gewicht von 18 Kilo. Das alles verpackt in einem sehr, sehr schönen Rahmen für einen Preis von 1990 Euro, fällt also gerade noch in unseren Rahmen und hat mich wirklich begeistert. Auch die nächsten Kandidaten auf unserer E-Bikes unter 2000 Euro Liste habe ich euch schon mal in einem gesonderten Video vorgestellt. Das heißt, wenn euch der Hemiway Cruiser interessiert, dann klickt nach diesem Video doch gerne auch mal in das Review rein. Also, wie gesagt, Cruiser von Hemiway hier in der Step-Through-Variante zu sehen in Weiß. Es gibt ihn auch noch mit einem höheren, nicht so doll abknickenden Oberrohr in der Farbe Schwarz. Und in beiden Varianten kostet das Teil 1800 Euro. Was bekommen wir dafür? Wir bekommen dafür ein robustes Fatbike. Und es fühlt sich auch in unebenem Terrain zu Hause. Nicht zuletzt dank der 25x4 Zoll Kender Breitreifen, die auch noch pannensicher sind, sowie der Federgabel in der Front. Geht es dann über Asphalt, bringt den Dauerläufer kaum etwas aus der Ruhe. Bequemer Sattel, ergonomische Griffe, das ist schon ganz angenehm. Auch das große Display, wo man alles sehr, sehr gut ablesen kann, ist natürlich schön. Und dank des großen Akkus, der nicht nur optisch groß ist, sondern auch noch 840 Wattstunden an Kapazität mitbringt, kommt man ziemlich weit. Angetrieben von einem Hinterradnabenmotor, der zwar etwas ruppig im Anfahrverhalten ist und kurz nachläuft mit seinen 80 Newtonmetern, aber einiges leisten kann. Muss er auch, denn der Cruiser ist nicht gerade ein Leichtgewicht. Dazu gibt es dann auch noch eine Anfahrhilfe mit Drehgriff, einen dicken Gepäckträger mit Holzoptik und eine Shimano Altus 7-Gang-Kettenschaltung. Für alle Abenteuer gerüstet also und ein Reichweiten-Champion und 60 bis 90 Kilometer und wie gesagt das zu einem Preis von 1800 Euro. Das Maki von Sushi Bikes hatte ich euch ja auch schon mal in einer früheren Budget-Bike-Liste vorgestellt, aber mittlerweile, wobei ja, seit einiger Zeit mittlerweile gibt es die Sushi Bikes auch in der Plus-Version und die sind nochmal in einigen Punkten verbessert worden, bleiben aber trotzdem noch deutlich unter den 2000 Euro, die wir hier heute als Limit gesetzt haben. Neu bei Maki Plus ist zum Beispiel das Display hier. Klein, aber fein und vereint alles, was man wissen muss. Der Lenker ist neu, der Sattel ist neu, der Akku ist neu, aber der ist Gott sei Dank noch immer so schön kompakt und getarnt wie eine Wasserflasche, lässt sich dementsprechend leicht abnehmen und unterwegs auch als Powerbank benutzen. Mit seinen 230 Wattstunden ist er natürlich ja, nicht gerade üppig ausgestattet, in Kombination aber mit dem nur 16 Kilo an Gewicht, die das Bike auf die Waage bringt, bringt die Batterie euch trotzdem noch bis zu 75 Kilometer weit, was für ein Bike in der Stadt ja auch absolut ausreichend ist. Der Motor sitzt auch hier wieder in der Hinterradnabe und bringt
ebenfalls wieder nur in Anführungszeichen 200 Watt an Leistung mit. Warum sie da die erlaubten 50 Watt mehr nicht noch ausreizen, weiß ich nicht. An sich aber ein sehr, sehr schönes und puristisches E-Bike. Ja, und der Preis, da kommen wir jetzt zu unglaublichen 1300 Euro. Obwohl sie viel Werbung, viel Marketing haben, lassen sie den Preis noch niedrig. Das ist erfreulich und da könntet ihr euch theoretisch hier sogar noch zwei Zusatzakkus für je 300 Euro dazu bestellen und seid immer noch unter 2000 Euro, kommt dann aber über 200 Kilometer weit. Schade finde ich dabei aber, dass auch die Plus-Version immer noch mechanisch bremst und das Marki hier keine hydraulischen Scheibenbremsen spendiert bekommen hat. Und gerade wo ich an diesem Video sitze, haut Sushi Bikes einen raus und präsentiert die 3.0er Serie des Marki und des California Rolls. Und da hat sich so einiges geändert. Erfreulicherweise liegt der Preis erstmal nur 50 Euro drüber, also 1350 Euro. Ab dem 16. Februar wird es 1400 Euro kosten, aber immer noch völlig legitim in unserer Liste. Ja, was hat sich geändert außer dem Preis? Es gibt jetzt mehr Farben und es wird in Portugal, also europäisch, produziert. Außerdem haben wir nun die Möglichkeit, die beiden Lichter über das Display direkt mit der Remote anzusteuern. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Anknipslampen dabei, sondern wirklich ordentlich aussehende montierte Lichter, die fest verbaut sind und über den Akku betrieben werden. Der Akku ist noch gleich, der Motor ist noch gleich, aber eine der besten Neuerungen und eine der naheliegendsten, die ich jetzt diesem Bike so aus dem Bauch heraus spendiert hätte, die ist dabei. Es sind nämlich hydraulische Scheibenbremsen und ohne die jetzt ausprobiert zu haben, würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Hier gibt es für 1400 Euro jetzt eine sehr durchdachte Weiterentwicklung. Behutsam wird da so ein bisschen Modellpflege betrieben bei Sushi und vor allem die hydraulischen Scheibenbremsen und die Beleuchtung sind natürlich eine super Neuerung. Und je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, schaut unbedingt mal bei Leckerbikes vorbei, denn da läuft derzeit ein Ausverkauf mit einem sehr, sehr interessanten Angebot. Die verkaufen die Vorjahresmodelle, in diesem Fall 2021er, stark reduziert und darunter ist auch das Amsterdam Plus. Und das ist auch ein urbanes E-Bike, das in erster Linie mal mit einem schicken Design begeistert. Da kommen dann ein paar tolle Elemente wie der typische Hollandradlenker und die gemütliche Sitzposition dazu, die unverkennbar machen, woher dieses E-Bike kommt. Stammt. Auch ich habe das Amsterdam Plus mal reviewed, findet ihr auf meinem Channel. Auch das Amsterdam GT, allerdings die 2022er Version, gibt es bei mir zu finden. Schaut euch da gerne mal um oder noch besser abonniert am besten meinen Kanal. Dann muss ich euch das nicht immer dreimal sagen, was ich schon alles reviewed habe. Dann seid ihr nämlich immer unter den Ersten, die das mitbekommen, wenn ein neues Video online geht. Aber zurück zu dem Leckerbike Amsterdam Plus, was ich hier rausgesucht habe. Das wird angetrieben von einem Bafang Heckmotor mit 250 Watt und 30 Newtonmetern Drehmoment. Das ist in Ordnung. Bei einem Gewicht von 19 Kilo ist das Ergebnis dann immer noch ziemlich flott. Bafang liefert auch das Display, gut ablesbar und steuerbar. Der Akku ist sehr schön integriert und abnehmbar. Ihr könnt zwischen 375 und 500 Wattstunden an Kapazität wählen. Lightskin-Beleuchtung hinten, vorne ein sehr heller Scheinwerfer und eine tolle Optik machen das Amsterdam Plus zu einem edlen Cityflitzer, der wenig kostet. 1800 Euro knapp werden fällig. Stand jetzt gibt es da auch noch welche, aber wie gesagt, es gilt nur, solange der Vorrat reicht, schaut also mal vorbei. Ich habe es unten verlinkt, wie auch alle anderen Bikes, ob da noch welche von vorhanden sind. Ja, und am Ende bleibt nur die Frage, wie seht ihr das Ganze? War da für euch was dabei? Dann schreibt es gerne in die Kommentare oder ergänzt auch andere Schnäppchen unter 2000 Euro. Denn klar ist ja auch, so eine Liste hier, das kann immer nur eine sehr, sehr kleine Abbildung des Marktes sein. Das Video dauert ja auch jetzt schon lange genug, sonst würde es irgendwie 5 Stunden lang gehen und keiner würde sich's mehr anschauen. Von daher lasst gerne einen Kommentar da mit eurem Tipp, wo man günstige E-Bikes herbekommt. Also, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, weil vielleicht hat euch das Video ja geholfen oder gefallen. Dann abonniert am besten auch meinen Kanal. Wie gesagt, dann verpasst ihr keine Videos, seid immer unter den Ersten, die das mitbekommen, wenn ein neues online geht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.